Teilnehmer nehmen Aufstellung hinter dem Startauto. Start frei. Zweiter Startversuch im großen Preis der Volksbank Wien-Baden. Die Teilnehmer nun besser formiert. Hinter dem Startauto noch etwa 100 Meter bis zum Start. Teilnehmer ab. Lady Grace Venus war am schnellsten flott und konnte sich die Spitze sichern. Elias Goldjay liegt dahinter an zweiter Stelle. Außenrück Xerxes müsste auf. Dahinter Dolly Sund vor Tourbillon und Primadonna Venus. Das Feld vor den Tribünen. Lady Grace Venus vorerst deutlich in Führung liegend. Elias Goldjay an zweiter Stelle vor Xerxes Mystère. Erstes Pferd in zweiter Spur ist Dolly Sund. In ihrem Fahrwasser verbessert sich Tourbillon und dahinter liegt Primadonna Venus vor Denzamo und Carina. Auch im Stadionbogen profiliert sich Lady Grace Venus als Alleinherrscherin, konnte sich einige Längen absetzen. Elias Goldjay unverändert als erster Verfolger gemeinsam mit Dolly Sund, dahinter Xerxes Mystère und Tourbillon unverändert vor Primadonna Venus, Denzamo und Carina. Elias Goldjay scheint bereits Schwierigkeiten zu bekommen. Tourbillon macht sich als erster auf die Verfolgung der enteilten Lady Grace Venus und kommt auch Schritt für Schritt näher, ebenso jetzt auch Primadonna Venus. Lady Grace Venus wird im Schlussbogen deutlich kürzer. Tourbillon rückt auf und auch Primadonna Venus. Tourbillon hat bereits die Führung übernommen. Primadonna Venus versucht noch eine Schlussattacke. Tourbillon im Kampf mit Primadonna Venus, die noch näher kommt. Kurz vor dem Ziel und Primadonna Venus ist tatsächlich stärker und gewinnt noch 10 vor 4 und 5 vorläufig. Nummer 7, Lady Grace Venus, Discgalopp. Nummer 7, Discgalopp.